ich muss jetzt hier weiter kommunizieren. Ja, und wir müssen jetzt Chatroom besprechen. Ne? So, Feierabend. Das war irgendwie blöd. Das war doof, ja. Aber auch die, ich habe auch nicht richtig zu fassen gekriegt. Nee, morgen Schleim, Spuren oder was weiß ich, was ist alles. Was? Der Blob, kennst du das Ach nicht? Ach so, ja, ja, okay. Stimmt. Nochmal? Ja, nochmal. Ich dachte, was für Schleimspuren jetzt. So, Holger, was ist denn jetzt? Wir müssen noch jetzt hier Chatroom besprechen. Ja, ich bin noch im Chatroom. Was willst du denn? So. Achso, ich muss noch irgendwas mit sagen. Mit deinem Fans. Ja, stimmt. Scheiße. Ja, eine Schriftstellerin mietet in einer Blockhütte. Sie mietet die Blockhütte? Ja, ja. So nicht in einer Blockhütte. Ja, liebe Eine Schriftstellerin mietet eine Blockhütte im... Ja, liebe Filmfreunde, kommen wir jetzt zu zwei alten Haudegen. Und zwar, nee, das war auch genuschelt worden. Ja, auf vielfachen Wunsch führen wir jetzt mal wieder die Lieblings... Nee, die Lieblings... Ja, es ist auch ein bisschen dröge inszeniert so. Ich meine, Steno ist zwar der Regisseur, ne, von der Platzfilme, aber... Scheiße, Mensch. Der immer dann gerufen wird, wenn irgendwie so Versicherungs... Oh Mann, scheiße. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das ist auch mein Mal. Das ist auch mein Motto. Ach, scheiße. Ja, jetzt stellen wir Ihnen einen Film, der sage und schreibe 80 Jahre alt ist. Was auch mal. Stellen wir Ihnen einen Film? Ein Film vor. Eine Schriftstellerin mietet eine Blockhütte, um dort in Ruhe ihr neues Buch zu schreiben. Und wird eines Nachts von mehreren, ja, an... Anwohner? Nee, nicht Anwohner. Doch, sicher. Bud Spencer als Versicherungsdetektiv Jack Clementi, der immer dann zur Stelle ist, wenn irgendwie Versicherungsbetrug oder irgendwas in der Luft liegt. Und ja, wer jetzt die klassische Prügelklamotte mit Bud Spencer erwartet, der wird hier eher enttäuscht werden, nicht? Mhm. Ja, das musst du jetzt weitermachen. Ach so, ja. Ja, kommen wir jetzt zu einem richtig guten... Wir haben ihn ja öfter schon in... Ja, kommen wir jetzt zu einem richtig schön gelungenen Western. Genau. Nochmal, Entschuldigung. Hab ich jetzt gehört. Im Jahr 2003 hatte ein sehr spektakulärer Unfall für Aufsehen erregt. Und zwar ging es... Der hat für Aufsehen gesorgt. Denn schon. Oder er hat Aufsehen erregt. Okay. Ja, wenn man sich hier in die Soldatenverein versetzt. Ja, eine Frau, gespielt von Christina Ricci, erleidet einen Autounfall und landet auf dem Seziertisch eines Leichenbeschauers, gespielt von Liam Neeson. Bestatter, ne? Was habe ich gesagt? Beschauer. Beschauer? Was? Leichenbeschauer. Leichenbeschauer habe ich gesagt. Hast du gerade gesagt, ja. Okay. Also ein Fest für Fans sozusagen. Ja. Na, dann gucken wir mal. Jack Clementi ist die Boxen. Heißt die Boxen. Ja, wenn man sich in diesem Film in die Soldaten hereinversetzt. Hineinversetzt. Herein ist blöd. Falsch. Der hinein? Ja, oder her? Ja, stimmt. Und zwar ging es um einen Kletterer, der in den Canyon von Amerika. Im Canyon von Amerika, kann man das so sagen? Und ihm wird überfallen, dem werden knapp 500.000 Dollar geklaut. Oder Euro? Euro müssen das ja dann. Der Stoff wird ihm geklaut, im Wert von. Der Stoff wird ihm geklaut, ja. Genau, so. Ja, liebe Filmfreunde, kommen wir jetzt zu. Oh Mann! Zu dir, kennst du das noch? Zu Genesis. Ja. Genesis war das. Stimmt. Ja, eine Frau, gespielt von Christina Ricci, erleidet einen Autounfall und landet auf dem Seziertisch eines Leichenbeschauers. Hast du schon wieder Beschauer gesagt? Wie heißt denn das? Bestatter. Oh, Leichenbeschauer. Beschauer. Wie kommst du mit Beschauer? Weiß ich nicht, Beschauer. Was ist das für ein Wort? Leichenbestatter.